Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Mashallah Bundle von KDM Karat und KDM Shay. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mashallah von KDM Karat und KDM Shay. Das Ganze am 30. Mai erschienen. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus Album, diverse Sticker und ein T-Shirt ist auch noch mit dabei. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. So, einmal das Shirt, dann natürlich noch die CD, das Album. So, und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Mashallah, lesen wir hier, das ist der Albumtitel. Das kommt aus dem Arabischen und es heißt ungefähr so viel wie Gott will, beziehungsweise was Gott will, und es wird meistens verwendet, um seinen Respekt oder seine Ehrfurcht, seine Dankbarkeit oder seine Bewunderung an Gott zu bekunden. Also ich hoffe, ich habe das jetzt so halbwegs verständlich erklären können. Wir haben hier die beiden Interpreten abgebildet, KDM Karat links und KDM Shay rechts. KDM steht ja für Kalash Dadash Musik, beziehungsweise auch Kalash Dadash Mafia. Die ganze Sache ist schon etwas her, das war das hier, 2015 kam dieses Album hier, Kalash Dadash Musik. Und dazu gab es ja auch ein Bundle, habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und jetzt, mehr als vier Jahre später, eben dieses Album. Ja, das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Wir haben hier die beiden in betende Haltung, also passend zum Albumtitel. Hier lesen wir dann auch wieder KDM Karat, KDM Shay, Mashallah. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 11 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier einige Features mit dabei. Und zwar haben wir Features von Joey Bargeld, Aslan, Hugo Nameless, Niles Davis, Rico Reckless, Evol Samo, Press Bricks, Crystal F, Blockmonster, Juicy Gay, Gents und GPC. Also jede Menge Features hier mit drauf, hauptsächlich so aus dem Berliner Umfeld. Dann haben wir unten noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet, das recht dünn ist. Ja, also wir haben hier die gesamte Tracklist nochmal abgetippt, 11 Tracks an der Zahl. Vermerkt natürlich mit Features und Produzenten, also wer das Ganze produziert, wer den Beat beigesteuert. Und dann haben wir hier unten noch die Infos zum Album, wer hat gemastert, gemixt, Fotos gemacht, Grafik, also Artwork, Vertrieb und so weiter und so weiter. Und dann haben wir hier nochmal die beiden Jungs abgebildet und hier noch das Logo von KDM. So, dann haben wir die CD. Die sieht dann so aus, in blau mit diesem Ornament, und hier oben lesen wir dann wieder die Interpreten plus unten Mashallah. KDM lesen wir auch hier wieder, also das Artwork durch und durch in blau gehalten. Dann haben wir mit dabei ein Shirt, wie soll das anders sein, auch dieses Shirt natürlich in blau. Hier wieder die beiden Interpreten abgebildet, links Karat, rechts Shay. Rückseite ist blank, hier ist nichts weiter drauf, okay. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C E190 in der Größe M. Die Größe war bei dem Bundle damals frei wählbar. Also da konntet ihr, glaube ich, von S bis XXL oder 3XL alles auswählen. So sieht das aus, und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus,
Und zusätzlich zu dem Album und dem Shirt haben wir dann noch Sticker mit dabei. So, und das sind die hier. Es sind reguläre KDM-Sticker. Also was heißt regulär? Die sind meines Wissens bei jedem Release, das man hier von Kala Stadasch Mafia bzw. Kala Stadasch Musik bestellt, sind die dabei. Wir haben einmal diesen hier, Schützenverein KDM Schießen und Schweigen, quadratisch, mit Twitter und Instagram Account von KDM Shay. Dann haben wir einmal diesen hier, im Querformat. Dann, der ist sogar zweimal vorhanden. Ein Dadasch schießt und schweigt. Auch hier wieder Social Media von KDM Shay. Und dann noch diesen hier im Querformat. Natürlich die Verlängerung auch mit am Start. Und auch hier wieder Social Media vermerkt. Und das ist neu. Die sehe ich zum ersten Mal. Die anderen habe ich schon zigfach. Also weil ich dort schon regelmäßig Bundles erworben habe. Aber die beiden sind neu. Also wir haben hier zweimal einen KDM Karat Sticker, hier die klassische Maske von ihm, und hier unten haben wir dann auch sein Twitter, sein Instagram und sein Facebook Profil verlinkt, kann man dann hier entsprechend ansehen. Also so findet ihr Karat online. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Diese Sticker, insgesamt sind das hier 7 an der Zahl. Quadratisch, rechteckig, alles mit dabei. Dann haben wir das T-Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Shirt war damals frei wählbar. Und natürlich das Album an sich, Mashallah, im regulären Jewel Case mit insgesamt 11 Tracks an der Zahl. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mashallah von KDM Karat und KDM Shay. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Karat und Shay unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.